bist cool, schreibt Frederik. Dankeschön, dankeschön. Ihr seid aber auch cool. Eine sehr, sehr coole Community auf jeden Fall. Kein Streit, kein Zank. Sehr hilfsbereit, wenn jemand Fragen hat. Echt Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich gedacht, dass es wesentlich komplizierter wird und größere Probleme gibt und keine Ahnung was. Und bin echt froh, ja, so eine Community gefunden zu haben. Ich kann ja nicht sagen, ich habe sie mir aufgebaut. Das wäre falsch. Denn das ist ja nur bedingt beeinflussbar, wer hierher kommt und wer nicht. Also von daher, MC Currywurst. Ja, hallihallo, sei gegrüßt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, so eine Currywurst könnte ich auch mal wieder. Natürlich nicht auf dich, sondern auf eine Currywurst, die man so kaufen kann. Schön mit Pommes. Wow, 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 was geht ab, Mann? Beruhig dich. Ich habe mich wirklich erschrocken. Ich sehe ein Gewitter aufziehen. Ofen, Ofen, Ofen. Ja, wir haben's. Und ich sollte noch eine Maschine bauen. Also, wir haben das Sägewerk, wir haben die Legierungsschmelze. Ich weiß gar nicht dann, wo was hin muss, da müssen wir mal gucken. Nuggets McDonald's. Ja, genau, Alex, da könnt ihr auch mal wieder drauf. Kannst du mich heizen? Guten Morgen, mit was für einem Mod spielst du? Fragt, Floromat 03. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir spielen hier Minecraft Live in the Woods, das heißt Minecraft in der Version 1.7.10. Und hinzu sind ungefähr 10.000 Mods gekommen. Also es ist definitiv ist sowas alles hier nicht in Live in the Woods. Und auch alles, was wir jetzt gerade technisches bauen, ist nicht Live in the Woods. Kannst du mich grüßen, schreibt der Pablo 01. Ja, du bist recht herzlich gegrüßt. Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Und Angel King schreibt, cooler Livestream, dankeschön, dankeschön. Und die Michelle, die meine ganzen Videos suchtet, schreibt, Streit muss ja nicht sein. Recht hat sie, recht hat sie. Jan schreibt, Xeron, es kommt auf den Charakter drauf an. Und du hast einen netten und humorvollen Charakter und das hat Pluspunkte auf YouTube. Ja, das stimmt natürlich schon. Das stimmt natürlich schon, aber natürlich habe ich keinen Einfluss. Ihr könnt natürlich auch alles Idioten sein. Das muss man halt sagen. Also ich bin dankbar, dass ihr alle so freundliche Charaktere seid, denn auch ihr habt natürlich einen Charakter. Und ihr könntet natürlich auch alles Spinner sein, ne? Seid ihr aber nicht. Und das ist mein Glück. Muss man ja auch sagen. Ich sollte noch was machen. Wir sollten eine Legierungsschmelze. Was waren das andere? Legierungsschmelze. Lieber Kaktus, bist du noch da und kannst mir helfen? Nicht langweilig. Ja, das stimmt. Ich kann auch, wenn du willst, in Zukunft so moderieren. Dann machen wir mal ein paar Schritte voraus. Oh, ich muss zurückgehen. Da war eine Tür. Oh, ich gehe da mal durch. Nee, ist, die Tür fehlt. Was ist hier passiert? Oh, ein Bett. Nein, ich weiß, was du meinst. Es gibt es langweilige Let's Plays und Streamer. Das stimmt. Ich versuche das schon unterhaltsam zu machen. Denke mal, das kriegen wir halbwegs hin. Oh, der Kaktus ist sogar da. Induktions- und Pulverisierer. Oha. Oha, jetzt wird's krass. Induktions... Alter, Walter, was ist das denn? Induktionsschmelze und... Zelle? Gibt's einen Pulverisierer? Provider? Was ein Provider? Ist das die Telekom hier, oder... Induktionsschmelze und Pulverisierer, ne? Das war das. Alter, das Ding ist ganz schön... Was? Ein Invarbarren? Wart? Und schon wieder so ein dober Würfel. Ich weiß doch nicht mal, wo ich das herbekomme. Finde ich das? Ich habe keine Ahnung, also das Ding kann ich auf jeden Fall noch nicht bauen. So, ich muss mal gucken. Hallo, wir mögen dich, schreibt Minecraft. Oh, das ist ja ein witziger Name, Minecraft. Ich denke mal, du wirst Minecraft spielen und lieben. Die Isa Permoser, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Hallo, kannst du mich bitte grüßen? Das ist an dieser Stelle passiert.
Bist auch nicht der Beste. Und Quali ist wichtig, aber die ist bei dir mehr als perfekt. Ja, die Quali, da achte ich auch sehr drauf. Die ist mir schon auch sehr wichtig. Dann der Alex. Michelle, dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier wird gerade viel geschrieben. Ich will gern immer alles vorlesen. Noch kriegen wir das hin. Wir sind 20 bis 26 Leute heute. Variiert so ein bisschen immer. Das kriegen wir hin. Ihr Lieben, auch wenn ich die Stimme von Xerum sehr genieße, leider muss ich jetzt arbeiten und allem. Ja, ich wünsche dir eine angenehme Schicht natürlich, Michelle. Und ja, der Livestream wird danach veröffentlicht. Kannst du dir ja später nochmal angucken, wenn du willst. Ansonsten genieß den Tag, auch wenn du arbeiten musst. Du bist der Beste und Obercoolste, schreibt der Frederik. Dankeschön, ihr seid es. Ihr seid die Besten und Obercoolsten. Das muss man wirklich so sagen. Wie alt bist du? Ich bin Mitte 30. Was ist das für eine Frage? Stehst du auf... Naja, was soll ich dazu sagen? Stehst du auf Porn-Us? Vor allem Porn-Us schreibt man, glaube ich, anders. Aber das macht jetzt nichts. Was ist das für eine Frage? Und LulixBW macht ein trauriges Smiley. Wahrscheinlich, weil wir nicht so ganz vorankommen. Liebe Isa, ich habe dich gerade gegrüßt. Kann man mitspielen? Nein. Oh, du bist ein E. Oh, Entschuldigung. Dann tausendmal Pardon. Ich, den Namen Isa konnte ich jetzt nicht so ganz zuordnen. Ich hoffe, er ist richtig ausgesprochen. Dann Entschuldigung. Dann bist du natürlich recht herzlich gegrüßt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also diese Maschine kann ich nicht machen. Ich denke mal, wir haben... Das, ich will mal ganz kurz rausgucken, ob diese Kristalle fertig sind. Da muss doch der Blitz eingeschlagen sein. Und Michelle schreibt, danke, gern geschehen. Ich meine, da ist auch 100% der Blitz eingeschlagen und die Kristalle sind fertig. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Der kann jetzt hier direkt runterkommen, in die Pfütze einschlagen. Die wird statisch aufgeladen und die Kristalle werden fertig. Ne, die liegen da noch drin. Prozent. Ihr könnt mich gern haben. Alter Falter, das ist ja unglaublich. Wie lange dauert der Livestream, fragt Angel. Ich weiß es nicht. So wie wir lustig sind. Wenn ich sehe, dass hier drei Zuschauer sind, dann würde ich gegebenenfalls andere Sachen machen. Aber da wir bis jetzt die ganze Zeit 20 und mehr sind, ja, werden wir auf jeden Fall noch eine Weile streamen. Ich denke mal bis maximal 13 Uhr, da würde ich ein Mittagspäuschen machen und gegen 15 Uhr kommt dann Planet Coaster. Aber wie gesagt, wenn alles gut läuft, bis 13 Uhr. Ja, was kann ich jetzt mit diesen Geräten machen? Das ist die Frage. Ich mach mal was. Ups, es wird hell. Und ich mach nochmal was anderes. Ups, es wird schön. Na, was für ein Zufall. Der Pulverisierer. Kannst du mich grüßen, schreibt Frederik P. Ja, du bist herzlich gegrüßt, auf jeden Fall. Und der liebe Konoa möchte auch gegrüßt werden. Ja, auch du bist herzlich gegrüßt. Ich hoffe, dein Name ist richtig ausgesprochen. Pulverisierer, kriegen wir hin. Auf was zockst du? Auf dem PC? 440 Abos geknackt. Was, wirklich? Okay. Ich habe auf die Abozahlen ehrlich gesagt gar nicht geachtet. Richtig ausgesprochen, schreibt Isa. Ja, das freut mich. Das ist mit den Namen nicht immer ganz so einfach. Pulverisierer. Wir gucken mal. Kann das sein, Mario, dass du dieses Spiel schon ein bisschen länger spielst? Ich frage nur aus Neugier. Da brauchen wir schon wieder so viel Kram. Warte mal, den Kolben haben wir. Kolben, Feuerstein, Kupfer. Das ist erstmal das, was wir brauchen. Weil die Suche geht weg. Wir haben genug Kolben. Wir haben auch genügend Feuersteine. Zum Glück habe ich die immer gesammelt. Und Kupfer, ganz ehrlich, wir nehmen noch mal einen mit. Kann nicht schaden. Jetzt sollen wir das wieder suchen. Pulver.
So, das haben wir. Ah, den hätte ich gar nicht gebraucht. Also das haben wir. Jetzt müssten wir das machen. Zweimal, das ist korrekt, ne? Ja, zweimal brauchen wir das. Kriegen wir sogar hin. Ja, das ist ja ein Traum, ist das ja. Die Maschine mag ich. Also diese Maschine mag ich jetzt schon. Was ist das hier? Das kriegen wir auch hin. Sagte er in seinem jugendlichen Leichtsinn und stellte fest, dass ihm wichtige Sachen fehlen. Gold haben wir aber auch. Nehmen wir mal die ganzen Barren mit. Passt schon einen in der Mitte hin. Dann haben wir das Ding auch. Ganz ehrlich, ich überlege echt, ob ich mehr von dem baue. Der Mr. Low schreit, hallo, ja, hallihallo. 0,0k, was meinst du damit in Klammern in deinen Namen? Nur so aus Neugier? ...20 ist nicht viel, schreibt der Frederik. Naja, gut, wir sind ein kleiner Kanal. Ich streame erst seit 2 Monaten, mache ich das wirklich aktiv. Den Kanal gibt es zwar jetzt seit 1 Jahr, so mit Let's Plays und so, aber dass ich da mal so aktiv Zeit investiere, ist seit 2 Monaten. Und ich finde, wenn wir 440 Zuschauer, Abonnenten haben und 20 sind im Livestream, ist das nach 2 Monaten okay. Es ist nicht viel, da gebe ich dir natürlich auch recht. Aber wie gesagt, für 2, 2,5 Monate ist das mehr, als was ich mir jemals vorstellen konnte. Und wir haben hier auch schon einige Stammzuschauer. Das finde ich am allerbesten. Was fehlt mir? Ach, das Ding fehlt schon wieder. Oh, nicht schon wieder das Ding. Nicht schon wieder das Ding. Ich mag das hier nicht. Glas, Eisen und Zinn brauchen wir. Glas, Eisen, Zinn. Zinnbarren sollten ja wohl reichen. Für den Fall der Fälle nehmen wir mal einen noch mit. Und Glas brauchen wir noch. Wieder mal. Zum Glück haben wir da genug. Ich muss mal ganz kurz gucken. Sorry, aber was bist du denn für ein... Möchte gern Gronkh Faker. Baut alles von Gronkh nach und aus den Let's Plays. Eine Kackfu. Ja, liebe DJ Chris, dann, wie gesagt, du kannst dich gerne freundlich ausdrücken. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es dir nicht gefällt, hast du die Möglichkeit, einen Daumen nach unten zu machen und zu gehen. Das obliegt natürlich völlig dir und, ja, wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du gehen. Und wenn du Gronkh besser findest, ist es in Ordnung. Gronkh ist sicherlich auch besser wie ich. Das streite ich nicht ab. Ich vergleiche mich da auch gar nicht so sehr mit ihnen. Das macht ihr meistens, so wie du jetzt gerade halt. Und ja, wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, bitte, dann geh. Ich zwing dich nicht, hier zu bleiben. Ich zwing dich auch nicht, ein Abo dazulassen. Ich zwing dich nicht, das hier zu schauen. Ich zwing dich nicht, ein Let's Play zu schauen. Es obliegt wirklich dir. Und wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, das, was du gesagt hast, kann ich nachvollziehen, dass du das vielleicht so siehst. Viele sagen, wir haben da Parallelen. Sie sind jetzt nicht wirklich bewusst gelegt. Minecraft spiele ich auch schon ewig. Gronkh macht technische Sachen wie ich. ME-System habe ich vorher gehabt. Vielleicht macht Gronkh mir das ja auch nach. In deinen Augen, ich weiß es nicht. Ich würde da keine Parallelen ziehen. Aber wie gesagt, das ist deine Meinung. Es ist vollkommen in Ordnung. Und natürlich lässt man sich von den einen oder anderen inspirieren. Und natürlich lasse ich mich auch teilweise von Gronkh inspirieren. Das sage ich dann aber auch bewusst. Und ja, wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, du darfst jederzeit gehen, einen Daumen runter da lassen und ein Abo brauchst du ja nicht geben. Das ist ja absolut freiwillig. Du klingst wie Gronkh. Ja, da fängt das ja schon wieder an. Da kann ich ja nicht zu, dass ich so klinge. Dafür hast du die beste Community aller Zeiten. Ja, Frederik, ich sehe das eh so. Also, wie gesagt, ich sperre die Person jetzt auch nicht. Hätte, wie gesagt, letztendlich hätte ich die Person auch sperren können, aber gebe ich nichts drauf. Wie gesagt, wenn ich irgendwas von jemandem kopiere, sage ich das schon bewusst. Und oft genug habe ich auch schon gesagt, ich habe es von Gronkh oder den Let's Player kopiert oder das gemacht. Dann probiere ich das auch aus, dann ist das auch in Ordnung. So, jetzt aber auch hier, dann ist das auch okay. Und sie machen das ja öffentlich, ich mache es öffentlich, also müssen wir auch alle damit leben. Und ja, ich sehe das völlig tiefenentspannt. Man kann es vielleicht freundlicher sagen, das ist das Einzige, was man vielleicht ankreiden kann. Dass manche da mit ihrer Artikulation leider nicht ganz so freundlich sind.
finde solche Kommentare ultra nervig, schreibt Black Shadow Wolf. Ja, das stimmt. Muss man mit leben. Muss man mit leben. Klar sind Parallelen, weil du ihnen alles nachmachst. Ah, okay, das ME-System. Schau mal bitte in unseren Let's Plays nach und schau mal bei Gronkh nach. Jetzt guck mal, wer alles nachmacht. Schau mal in anderen Dingen nach, die wir haben, die Gronkh jetzt vielleicht gerade angeht. Ist klar. Wie gesagt, das ein oder andere machen wir. Das ein oder andere habe ich erwähnt, dass das aus Let's Play von Gronkh oder anderen kommt. Das streite ich auch nicht ab. Das ist ja auch vollkommen legitim. Er spielt öffentlich, aber es ist nicht so. Ist da ein Unterschied? Aber es ist nicht so, dass, wie du das gerade dargestellt hast. Das muss man halt auch sagen. Das ist dann auch nicht fair. Habe ich das Ding jetzt gebaut? Jetzt habe ich so einen Chat gelesen und nicht aufgepasst hier. Ach, ich muss hier das Dings noch machen. Das Zahnrad haben wir. Ein Cube. So, dann haben wir das auch. So, jetzt muss ich hier meine Chat lesen. Es geht hier ganz schön ab. Eine Sekunde. Wir müssen hier ein bisschen Ordnung halten. Parallel. Valerie schreibt, wow. Das, was er sagt, ist richtig. Cool. Ja, da sind verschiedene Meinungen. Ich mag dich, weil du so nett bist. Ja, alles okay. Also wie gesagt, macht heute auch keinen Kopf. Sperre ich jetzt auch nicht. Die Person hat die Meinung gesagt. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Alles cool, sonst bist du nett. Oh, Alex. Naja, wir haben kein richtiges Bauernhaus. Also wie gesagt, das ist DJ Chris, wie gesagt. Letztendlich sind das Dinge, die man baut. Ich habe hier seinen schwarzen Turm nicht hier, seinen Taumenturm. Wir haben hier das Taumencraft auch gar nicht drauf oder wie das da heißt und und. Ich finde schon, dass das anders ist. Wir haben Verzauberung, das hat der Herr nicht. Er wird es irgendwann haben. Oh, dann kopiert er ja alles von mir. Das ist ja unglaublich. Wie gesagt, die Art zu reden... Ja, aber DJ, ich bin, wie ich bin. Ich rede, wie ich rede. Soll ich jetzt den ganzen Tag hier... Boah, ihr seid aber alle scheiße. Ich bin, wie ich bin. Jeder redet so, wie er ist. Und ich streame hier teilweise 8 Stunden am Tag. Und das fast jeden Tag. Und außer am Wochenende. Und ich glaube nicht, dass man sich über so lange Zeit verstellen könnte. Also ich bin, wie ich bin. Und... ja, die Werbung habe ich schon gelöscht. Ja, jetzt... Ich würde mal sagen, das Ding ist jetzt gelutscht. Ich denke mal, der DJ hat seine Meinung gesagt. Das ist auch in Ordnung. Wir sind ein freies Land. Er darf seine Meinung genauso äußern und ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, ihr sagt ja selber alle, dass die Stimme sehr ähnlich ist. Für die Stimme kann ich schon mal gar nichts. Und ich rede, wie ich rede. Und wenn das auch ähnlich ist, dann... Ich mache das jetzt über so viele Monate. Ja, dass das halt auch zufällig ist. Ich muss hier jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal hier mal gucken. Chat, das ufert ein bisschen aus. Ist fürs Let's Play natürlich jetzt nicht unbedingt förderlich. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken. Wenn das nicht gleich beruhigt, dann würde ich halt doch. Lieber DJ, bitte. Nur weil irgendjemand im Chat nicht die beste Rechtschreibung hat. Es ist manchmal echt unüberlegt. Ach, das haben wir hier rausgenommen.
Ich würde mal sagen, jetzt beruhigen sich alle, sonst würde ich den Chat einfach mal für 5 Minuten ausmachen, bis sich alle beruhigen. Denn wir wollen hier friedlich miteinander spielen und bauen. Das war eigentlich die Hauptaufgabe. So, Leute, jetzt ist wirklich hier gut im Chat. Jetzt ist wirklich gut. Macht Werbung für 0 Aufrufe. Also jeder, der jetzt was Dummes schreibt, wird einfach mal für 5 Minuten gesperrt. Dann haben wir hier ganz schnell Ruhe drin. Und jeder, der jetzt was ganz Schlimmes schreibt, wird für immer gesperrt. So einfach mache ich das. So, ich setze mich jetzt mal hier hin und schau mal kurz in den Chat, damit da auch Ruhe einkehrt. Wir wollen hier ein friedliches Miteinander, das hat bis zum heutigen Tag immer geklappt. Jetzt wird hier ein bisschen Unruhe gemacht. Wenn mich jemand angeht, konter ich einfach. Ja, aber lieber DJ, du bist hier reingekommen und hast gleich rumgeprollt und gleich auf einer beleidigen Art mich angegangen. Ich stehe da drüber, ich stehe da wirklich drüber, das kannst du mir glauben. Du hast gleich hier vorverurteilt, ohne dem Menschen die Möglichkeit, mir die Möglichkeit zu geben, dazu zu äußern, hast du gleich rausgepoltert. Ist okay, lassen wir so stehen, kann ich mit leben. Da kannst du aber nicht erwarten, dass meine Community dann natürlich dich mit fröhlichen Armen empfängt. Natürlich wünsche ich mir von meiner Community schon, dass sie trotzdem natürlich besinnlich, ruhig und alles ist. Ganz klar, soll auch so sein. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dann mega freundlich empfangen zu werden. Und dass das dann natürlich mit den Kontern, wenn man so provokant ist, dann ist das leider so. Was ist das für ein Niveau? Lieber DJ, ich würde mal sagen, du provozierst hier weiter. Du bist jetzt für 5 Minuten mit deinem Taschentuch, diese provokanten Sachen, du bist für 5 Minuten jetzt mal stillgelegt. Es stört mich nicht, wenn du deine Meinung äußerst, ganz klar, ich habe hier viel durchgehen lassen, aber du bringst hier so eine Unruhe in den Chat, das geht gar nicht. Und diese Provokation immer mit diesem Hashtag Taschentuch, ganz ehrlich, vielleicht brauchst du es gerade. Ich weiß es nicht. Die Leute schreien sogar, hör bitte auf, und dann muss man einfach auch mal einfach mal ruhen lassen. Gabriel schreibt, hallo, ja hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier können wir übrigens Fernsehen gucken, wenn wir mal Langeweile, wenn ich nächstes Mal im Chat bin, werde ich hier einfach einen Film laufen lassen. Ne? Dann zapp ich hier so durch, kann den Chat lehnen. Wie geht's denn so, fragt Sandro, ja erstmal hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mir geht es super, ich hoffe dir auch. Ja, Jan, wie gesagt. Ich stelle mal die Dinger, was brauchen wir denn? Wir brauchen noch Strom. Stromgenerator oder so brauchen wir noch. Müssen wir nochmal einbauen. Gabriel, du hast dreimal Hallo geschrieben. Ich, ja. Bitte nicht mich sperren. Nein, endlich ist jetzt wieder Ruhe. Darf ich mitmachen? Nee, es geht leider nicht, Eisbaum. Aber herzlich willkommen. Sehr schöner Name im Übrigen, Eisbaum. Finde ich cool. Geht leider nicht. Wir brauchen noch ein... Brauchen die Strom? Ich stell die mal hier hin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir probieren diese Geräte. Ich muss sie mir mal anschauen. Ich weiß es gar nicht. Achso, den hat er allein genommen. Oh, das sind die Öfen, die wir haben. Ach du Heiliger. Okay, das wird mit Strom laufen. Das wird eine Stromleiste sein. Das kann ich noch nachvollziehen. Was ist das hier? Hier tue ich das rein. Strom kann ich wahrscheinlich auch noch nachvollziehen, wobei ich nicht weiß, was das hier ist. Aber die beiden Maschinen kann ich nachvollziehen. Die hier Strom und dann tue ich da Holz rein? Oder wie ist das? Ich muss mal wieder hochscrollen, oder? Jan, ist jetzt gut. Alles okay. Wir regen uns nicht auf. Es ist ja jetzt Ruhe. Abonniert mich jemand? Ja, ich würde mal sagen, ich nicht. Ich blende das jetzt mal aus. Beim nächsten Mal bist du gesperrt. Such den Hobby. Ja, so sehe ich es auch. Bau doch eine Statue oder eine Stadt oder ein Schiff oder einen Tierpark oder eine Modfarm. Alter Falter, du hast ja viele Wünsche, lieber Frederik. Ah, und Strom. Ja, der Kaktus sagt auch, wir brauchen Strom. Ja, die Werbung habe ich schon weg, lieber Kevin.
Darf ich mitmachen? Eisbaum, es geht leider wirklich nicht. Abonniert mich jemand. Weißt du, dich abonniert jemand am Arsch? Ich sage ciao. Auf Lebenszeitsperre, war nicht nett, dich kennengelernt zu haben, hat sich aber erledigt. Mir geht's auch so gut. Wie geht's euch denn im Chat? Ja, Werbung ist geblockt. So, wir müssen jetzt mal gucken. Also Strom brauchen wir. Da brauchen wir irgendeinen Generator. Am besten über... Über was machen wir das? Ich glaube, Ender.io hat einen. Da habe ich gerade gestern ein Update noch installiert gehabt. Da habe ich nicht die ganz neueste Version scheinbar gehabt. Habe ich jetzt nochmal geupdatet. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gibt es über Ender.io nicht einen Generator? Ich bin mir nicht sicher. Wir können ansonsten auch den nehmen, den wir haben. Wir könnten auch ein Windrad einfach bauen. Ein Windrad oder Solarpaneele oder keine Ahnung. Wir haben da ja genug Möglichkeiten. Ich kann noch mal gucken, was das Windrad... Wir können ja das Windrad einfach nachbauen. Ich glaube, das ist erstmal am einfachsten. Hieß das nicht Windrad? Ich muss mal rausgehen, gucken, wie das hieß. Ich weiß das gar nicht mehr. So. Ich hätte auch vorne rumgehen können. Weiß auch nicht, warum ich jetzt hier lang gehe. Wie hieß denn das? Was? Begrenzungsblock. Was? Da haut doch irgendwas nicht hin. Ich will mal was wissen. Wir bauen das mal ab und stellen... Nee, die Diamanten nehmen wir ganz sicher nicht. Wo ist meine Spitzhacke? Wo ist meine normale Spitzhacke? Da. Wir bauen es mal ab. Mal gucken. Kann doch unmöglich so heißen. Windgenerator. Ja, das hätte mich jetzt aber auch gewundert. Warum standen das da nicht so? Habe ich auch so einen Doppelklick gemacht. Ist so lustig. Okay, ich hoffe, du meinst nicht mich, Frederik. Zu köstlich hier. So viele Hobby-Loser-Leute. Was ist denn hier los? Mario, ich bitte dich. Oh, der Kevin muss Bewerbungscheck machen. Oh, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und ja, bis nachher. Ja, Kohlegenerator. Ich würde gerne so einen Windgenerator nehmen. Finde ich cooler. Ihr habt einen Wunsch frei. Was wünscht ihr euch? Bin mal weg, Zerrom. Fahrer noch wohin? Ja, dann dir auch viel Spaß, Jan. Viel Spaß. Euch noch einen schönen Tag und Zerrom dir auch. Dankeschön. Tschüss, Jan. Hat mich gefreut, dass du da warst und auch so hinter mir standst. Guck mal, lieber Kaktus.